Silverstone. Oh. Racing Circuit Grand Prix Strecke. Bewölkt, aber trocken. 1952. Oh. Dunkel. Ne, da brauche ich eigentlich mehr Geschwindigkeit als Kurvenlage, ne? Und das sind drei Kurven, wo ich wirklich Probleme kriege. Aber ansonsten Vollgas. Und da bin ich ja wohl schneller, so wie es aussieht. Ist auch ein anderer Soundtrack, oder? Spinnig. Ich hab's beim Titelbild, habe ich schon gedacht, aber das ist ja anders. Da passt wieder. Wer auf der anspruchsvollen, geschichtsträchtigen Strecke in Silverstone gewinnt, wird er hat Teil die Augen einer offen. Elitären Riege echter Motorsportlegenden. Die sind halt hässlich, ne? Also richtig hässlich. Die Scheinwerfer. Alter. Wer ist auf die Idee gekommen? Okay, warte. Ich sehe da Regentropfen auf dem Auto. Oder ist es einfach nur dreckig? Die Scheinwerfer sind grottenhässlich. Alter. Aber das war halt so die Zeit, ne? Ja, und wie es regnet. Wow. Sollen wir mal... Ah ne, Rechtslenker krieg ich Probleme. Bis ich mich da dran gewöhnt hab, ne? Au, 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 au. So, Beeilung. Wir haben doch keine Zeit. Vierter, okay.
2,22 statt 2,18. Ja, geht. Da können wir bestimmt noch eine Kleinigkeit rausholen. So, 0,8 Sekunden schneller. Wow. Und trotzdem Elfter. Eine Sekunde verbessert insgesamt. Oh, 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 oh. Oh, die Bremse will nicht mehr. Ja, okay, springen wir direkt ins Rennen über. Da haben wir vielleicht eine bessere Chance. Ich würde sagen, das Auto war keine gute Wahl. Aber die waren halt irgendwie alle so, ne? Zu der Zeit. Was ist das? 80er, ne? Ja, muss ja. 80er, ja. Da sind die alle so komisch gefahren, die Sportwagen. Oh, da kommt so ein schöner, kühler Wind rein. So. Tanken. Und los. Oh Gott. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Aus dem Weg. Oh, oh, oh. Der Himmel. Wunderschön. Schöner Sonnenuntergang.
die Kurven sind echt bescheiden in dem Auto. Und das über 5 Runden so zu halten, könnte tatsächlich ein Problem werden. Weil die anderen sind in den Kurven einfach um einiges stärker. Können wir nur hoffen, dass wir auf den langen, also gerade ja nicht, aber auf den Beschleunigungsteilen der Strecke genug reißen können und nicht wieder so idiotische Zeitstrafen kriegen, die überhaupt keinen Sinn machen. Die machen ja nur Sinn, wenn ich abkürze. Aber wenn ich rausrutsche aus der Kurve, dann ist es doch sowieso schon mein Nachteil. Naja, das wird bestimmt wieder gepatcht. Haben ja endlich mal gelernt, wie es geht bei dem Spiel. Vorher war es immer in Ordnung. Von daher können wir ja hoffen. Zweite Runde erst, ne? Ja, ich schon wieder in der Kurve rausgerutscht. Ah, diesmal keine Strafe. Das ist aber sehr zuvorkommend von euch. Wahrscheinlich hat die KI gemerkt, dass er so oder so noch einen vor mich bringt. Da muss ich mich nicht betrügen. Irgendwie da durchschlängeln, ne? Noch besteht die Chance, als Erster durchs Ziel zu kommen, ne?
Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich dachte gerade, es brennt. Ach du Scheiße. Aber da ist gerade ein Sonnenstrahl hinten durchs Fenster gekommen. Und genau über dem PC an die Wand. Das sieht aus wie so eine kleine Flamme. Alter. Ha, Kurve geschafft. Kurve. Also, dafür waren wir hier zu schnell. Okay. Nein, nein, bleib hinter mir, Digga. Oh. Letzte Runde. Alter. Okay, da sage ich aber nichts. Wir nähern uns der letzten Runde. Und zwar genau jetzt. Letzte Runde. Auf geht's. Ich versuche mein Bestes, Jutta. Wäre wohl gelacht, wenn wir hier nicht Erster werden, ne? Oh, kommt ein Lambo. Ein Coon Touch. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Das ist ein Lambo, ne? Ich will jetzt nicht so viel in den Rückspiegel gucken. Aber es klingt wie ein Lambo. Ja doch, es ist ein Lambo, ein Coon Touch. Aber krass. Mit einem Lotus einen Coon Touch abzuhängen, ist schon eine Leistung, würde ich mal behaupten. Da hat Lotus gute Arbeit geleistet.
komm. Jawollo! Ja, zweiter wegen der scheiß Strafzeit. Gut gefahren. P2. Was eine Frechheit ist. 1,2 Sekunden. Ja, aber cool. Und es ist Punkt 21 Uhr. Dittem. Kann man den Lambo so verschandeln? Gut. 33,2. Da und nochmal 35 on top.